Das Spiel wird verwirrender und verwirrender. Tja, willkommen zurück hier zu Tales of Xillia 2. Ja, irgendwie sind wieder alle vereint und irgendwie doch wieder nicht. Und alles irgendwie ganz crazy und das Lenkana sowieso und so weiter und so fort. Are you sure you're okay with having company right now? I'll take the special. You don't know what it is yet. If it's the special, it's special. You're in a good mood, huh, El? Of course! Now we know how to get to the land of Canaan! By destroying other worlds? It is what it is, sorry. Is that supposed to make me feel better? Hey. So what? You agree with her? Well... Oh, Mabo K! Is it spicy? Ist es scharf oder nicht? Ja Leute, ich weiß, es hat ihn bereits im letzten Part am Ende noch, aber ich wollte jetzt mal gucken, was eigentlich mit L1 passiert. Even the cook you depend on, Spyrex. Mila, about what you said before. The land of Canaan is where the Great Spirit Origin is, right? And he purifies our souls and subjects them to reincarnation? Like I said, that's just what my sister told me. It has been nearly 2 millennia, but time grows short. Origin cannot continue purifying souls much longer. When the Spyrite Vault went haywire, it said something about soul contamination. Error, error, soul contamination spreading. Spyrite? If I can perfect Spyrite technology, we won't need Spyrex anymore. A world without Spyrex? Maybe our trouble with Spyrites is linked to the soul purification process. Even if it's not, if Canaan is so important that it will change the course of history, then it's somewhere I have to go. Mila! You're coming with us, right? You and me and Jude and everybody. I'll tag along for a while. Long enough to confirm my world's fate, and not a moment more. Sorry, Luger. I guess they didn't like the special. Tja, so ist es eben, nicht jeder mag Curry. So, was sagst du dazu, Rolo? Miau, miau. Bitte was? Miau, miau. Wie? Miau, miau. Okay, ist ja schon gut. Ja, könnte es sein, dass vielleicht mal etwas Nützliches sagt, aber nee, die Katze kann nur... Katzisch, wa? Der schöner Katzenbaum, muss er zugeben. Doch, da kann sich der Katze wohl wohlfühlen. So, geht's hier hin? Julius Zimmer, die Tür ist verschlossen. Also darin, wo noch erwarten wird? Wir sollen zu L gehen. Och, Menno, komm nicht mal in sein eigenes... In sein eigenes Zimmer, wollte ich gerade sagen. Oh, mehr Früchte selbst plus ein bisschen Eier und Gemüse. Wir sollen zu L gehen. Ja, immer noch cool. Doch, doch, hier kann ich glaube ich durchaus leben lassen. Hier ist nichts. Gut. Geh mal... Hä? Wieso hä? Gehe L nach. Aber weil ich sie gar nicht finde, wa? Wo mag denn die kleine L wohl sein? E1 gucken? Nö. Das ist doch jemand. Aber ist nicht L, wa? Nope, verdammt. Ja, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Du. So, gehen wir auf das EG. Und sie ist natürlich direkt vor der Türe. Plötzlich ruhig hier. Hey, a little help? What's the hold up? Don't forget, you need me.
know, the key thingy? That special power of yours is neat and all, but it needs me around, doesn't it? I'm not trying to be mean, but it's worthless without me, right? Die Kleine ist ja ganz schön frech. Tja, wieso eigentlich nicht, wa? Natürlich kann ich das, oder aber habe ich eine andere Wahl. Nee, aber sowieso nicht, weil wir müssen ja das Spiel irgendwie weiterspielen. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen zweiten Storyweg gibt, aber ich habe sowieso Bock drauf. Also von dem her. Okay. You better. Wie sie lacht, hey. Kapitel 7, Zerstörung der Split-Dimension. Ende, der Splitter vor allem. Versprochen ist versprochen, wird doch nicht gebrochen. Luger, good news! You're free to travel to Sapstrap Sea Haven. The payments keep rolling in, and everyone admires a man who pays his debts. Oh, right! That's one step closer to Kanan! Whoa, Al seems unusually fired up. There's nothing unusual about it. Maybe you've grown so old, so you've forgotten what it's like to be excited. Maybe you're right. I need to rediscover my passion! Ahem. Congratulations! You're cleared for Sapstrap Sea Haven! Woohoo! Yeah, I'm in the one! You can do it! Roar! Okay, that's just weird. Und vor allem viel zu laut, Tate. You know I'll be there to help. After all, it's one of my duties as your partner. You know, Mila, you have really big knockers. What? Where did you learn that? I swear, kids are such a hassle. Bitte was? Das müssen wir unbedingt gleich mal ansehen. Mina hat seiner Gruppe wieder angeschlossen. Sie ist nicht mehr mit einem Extraktor ausgerüstet, also vergiss nichts, mit einem auszustatten. Ja, ist ja gut, sind wir schon dabei. Alle im Kugel ist ja kein dabei. Wieso nicht? Ist natürlich doof. Soll er sowieso gerade mal ein bisschen gucken, was man noch machen kann. 4 war. Okay, haben 4 ausgerüstet. Wäre natürlich der besser, das Leuchten. Aber zwar nur ein Element, aber scheiß drauf. Okay, der Funke, der muss überspringen. Wow, der Blitzschlag. So, Mina, was macht bei dir? Der Sog. Mal gucken. Das Leuchten, nee, das ist bereits weg. Dann habe ich nur noch den bereits hat. Nur 2, ja. Ja, kann ich gerade so gut lassen. Vielleicht mal. Erbrückigkeit 2 oder Vitalität 2? Scheiß drauf. Bei ihr seid 3 ausgerichtet momentan. Okay, kriege ich bei ihr noch mehr hin. Aber wenn du das doch gleich 4, von dem her. Heilender Kreis und negatives Tor. Das ist jetzt die Frage. Oh, Gletscher noch viel besser.
Bei Rowan, was haben wir bei ihm Schönes? Der Kieselstein gibt immerhin 3, okay. Merken wir uns mal und ja, wenn wir sagen, ist gut so. Tja, Lea, bist du wieder mal die Letzte, war? Das machst du wieder mal die Arschkarte. Kriege ich mich als Zweibad hier hin? Würde mich. Wow! Not bad. Ich wollte gerade sagen, würde man so überraschen, aber nee, es hat geklappt. So, wie war das gerade mit großen Brüsten? Ja, es ist jetzt circa etwa 21, war? Also von dem her. Gut, ja, es ist halt die älteste Gruppe, aber. Unter groß, weil in der heutigen Zeit, ich sag nur aktuelle Animes und so, kann man auch was anderes verstehen. Bei der sagen sie normal, oder? Nicht zu groß und nicht zu klein, aber was weiß ich als Mann schon darüber. Genau. Soll auch die Art irgendwie noch anders. Ich glaube, wir fehlen sowieso. Mal Arte festlegen, 1 und 2. Ah, die Shortcuts, natürlich kann ich auch noch machen. Die Frage ist bloß immer, welche Shortcuts, oder theoretisch müssen es vielleicht welche sein, die ich theoretisch in Notfällen einsetzen kann. Wäre die ja so Heilungsdinger, wa? Sprich, dass ich halt die mit L sind halt die generellen, ja, sagen wir mal normal, oder sind das die normalen Angriffsdinger oder Verteidigungsdinger, wie auch immer, und hier mit Shortcuts halt die für die Heilung. Was vielleicht vor allem bei Luger sehr zu empfehlen wäre. Okay, sind nachher alle Arten ausgerüstet, die sie einsetzen können. Das ist cool. Schnelligkeit auch noch. Sehr schön. Okay, im Team. Was hätte ich jetzt gerne im Team dabei? Elvin kommt raus und lange Zeit, lang genug drin im Team. Dann mal die. Mila bleibt drin, ganz genau. Die muss noch ein bisschen trainieren, die gute Mila. Gut, so viel hängt sie gar nicht hinterher. Eine schamlose Welt, wieso nicht schon wieder? A world with no schism. And when humans use Spyrex, spirits don't die. That's because Mila left us a whole bunch of mana. Of course, we still have plenty of problems. But it's a whole lot better than being at war. Are you sure about that? What guarantee do you have that this world will be better off than it was with the schism? Well... Tja, was sage ich jetzt dazu? Da ist alles dran, garantieren gibt es nicht, oder aber es überrascht mich, das aus dem Mund Maxwells zu hören. Gut, sie ist nicht mal Maxwell, das ist glaube ich auch bei ihr so, nicht nur in unserer Welt, nicht mal in unserer Mila. Ja, ist sie irgendwie immer so, es ist nicht unsere Mila, oder zumindest nicht mit dem Gedächtnis in unserer Mila. Aber also, Maxwells zu hören, nee, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Es hat schon was dran, wenn ich mich richtig erinnere, am Ende von Tales of Exilia 1 war es also so, dass Mila ein Vertrauen in uns hatte. Das Vertrauen war es einfach. Sie. Not that I trust any guarantees coming from someone like you. Oh Gott. Dankeschön. Schön da etwas. Zwei Partner. La 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 la. I'm going to Canaan. I'm going to Canaan. Well, aren't we in a good mood for no reason? Bzz, wrong. I have plenty of reasons. So what are they then? Sorry, that's on a need to know basis. Isn't that right, Luger? What's going on? Did something happen? Tut mir leid, das ist streng geheim, oder? Ich habe versprochen, dass ich sie nach Kiel bringe. Wieso soll das streng geheim sein? Ella hat mich ja darauf angesprochen, indem wir mal sagen, ist okay. Luger, why did you tell her? Oops. So in other words, you've agreed to destroy more worlds. Stimmt doch gar nicht. We're doing all this together. No matter how hard the road is, we'll travel it together. You sound like you're making marital vows. And you sound like you're jealous. Huh? What do I have to be jealous about? What are you laughing about? Ow! Ow! You really are annoying. Alt, was eine Diva, also gar nicht geändert. Oh. Ey, mal ganz ehrlich, wieso? Du kannst als Mann noch so stark sein und so, aber eine Frau, wenn sie dich haut oder zwickt, wie auch immer, die trifft immer die Stelle, die wehtut. Das ist unglaublich wahr. Die Frau kann das auf einmal immer wieder, hey, wieso? Wie können die das? Das ist irgendwie einfach ein Geheimnis. Das ist halt ein Teil dann. Wollen wir verarschen? Schon wieder. Typo sure is made of strange material. What are you doing? It's soft to the touch, but what exactly is it? Don't look at that part! Hey, cut that out!
he wants to protect. What kind of secrets? You know, various kinds. It wouldn't kill you to tell me some of them, you know. Listen, Mila, Tipo is shy about his body. The contents of half my body are highly classified. If it were to get out, we'd all be doomed. You don't really understand him yourself, do you? That's not true. If you're so nosy, then why don't you tell us all what you're made of? Me? I'm made of kindness and rainbows. Oh, come on. Nothing? Not even a smile? Now this is just embarrassing. Thanks for nothing. Alter, was war denn das gerade? Oh, was ist denn das für eine Mila, ganz ehrlich? Das gibt's ja echt nicht. This trip has been totally devoid of any romance. Oho, Lady Elise has reached an age where she suddenly cares about such things. Shut up, Alvin! You don't need to join it! Go easy on him. Alvin has reached an age where he's suddenly desperate to fit in with us younger types. It's only natural when you get older. Yeah, totally. Hmm, maybe they're right. What? I'm still young and spry. Luger, say something to the insolent women folk. Garantiert nicht, da halte ich mich draus, ey. Was, du bist mit deinem Alter, Elvin, finde ich damit ab. Sag ich das in einem frechen Wahl. Jo, bin ich auch dafür. That joke's older than Rowan, you know. Maybe you're the one who's pushing middle age. Ah, Rolo. Only you and I understand the pain of male adulthood. Ja, beruhig dich mal, Elvin. Ja, ich bin älter als du, von dem her. Also nicht Lucas, sondern ich jetzt im Real Life, ein anderes Thema. Ganz ehrlich, die Teamkonstellation, die wir gerade momentan haben, ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Lea überflüssig geworden ist. Ich meine, ja, Elise ist mittlerweile so drauf wie Lea früher und Ellie ist so drauf wie Elise früher. Also Lea ist momentan irgendwie ein bisschen überflüssig, das Gefühl. Crazy. Wir haben jetzt wieder ein neues Team. Ah ne, haben wir sogar gewählt, stimmt. So, wir sagen einen Teil der Schulden abbezahlt, wenn man mal fragen darf. Wir zahlen 100.000! Ja. Die sind doch alle verrückt. Na gut, andererseits habe ich jetzt natürlich genug Zeit für ein paar Sidequests, nicht wahr? Weil jetzt dann nochmal Monsterschnetzel und so. Ich weiß ja nicht. Also natürlich kriegt pro Elite-Monster 50.000, wäre natürlich ein anderes Thema. Aber generell, sollen wir mal gucken, was steht denn so an? Maxburg! Das sieht aber eher nach normal, keine Sidequest so etwas aus. Moment, das war gerade falsch. Wo ist Max hier? Oh, Alter. Falter. Ist was los? Okay, das war Maxberg. Eingang von Olympias. Yep. So, was geht denn hier? Falsch. So, was geht denn hier genau ab? In der Mitte, okay, aber erst einmal, falls ich nochmal vergesse, bin ich sowieso Meister darin. Brauchen wir Lebensmittler jetzt. Ihr habt sowieso keine Kohle mehr. Jo, wird schon gut gehen. Zack, soll ich noch irgendwie was verkaufen? Frage ist bloß was. Brauchen wir eigentlich alles noch ein bisschen? Wir können das zumindest mal langsam einsetzen, normalen Kämpfen. Gewinnstil, ein weiteres gratis. Preis 10. Ja, weg damit. Ich kein Mensch mehr. Ich kann den auch mal einsetzen langsam. Zack. Sonst rüstungsmäßig, nie haben wir eigentlich. Ja, gut, ja. Ich auch nicht mehr so viel, aber Ausdauer, gut, wie Vitalitäten zu erhöhen. Ja. Granatendiamant, erhöht die Resistenz gegen Licht um 50%, um Feuer um 50%. Das würde es eigentlich nur bringen, wenn ich irgendwie Gegner hätte, die halt auf dem jeweiligen Attribut oder halt Element angreifen würden. Nicht, dass ich vor allem vor dem Kampf wüsste. Weil während des Kampfes bringt es mir auch nicht viel. Nö. Okay, sind wir mal fertig, wollen wir mal sagen, ab ins Innere der Stadt und mal gucken, was denn hier so genau abgeht. Whoa. That's a nice breeze. I could
stand here all day. Hat gerade ganz kurz geruckelt. Es ist Zeit für Ruins Quests. Rowan Kapitel 1. Rowan und Marcia. Bitte was? Luger, do you know why Marksburg was built? Woher soll ich das wissen? Ich weiß, es ist eine neue Stadt, die erst letztes Jahr erbaut wurde, oder aber R1. Diese Stadt wurde erbaut, um die beiden Nationen miteinander zu verbinden. Jo, also wir haben den Vorgänger gezockt, von dem her, Marksburg gab es damals noch nicht, glaube ich zumindest, oder wir haben das damals auch einfach nicht gehört vom Namen her, würde mal sagen, L1. Correct. Just a year ago, this area was part of the schism between the two nations. The city's construction marked the first collaborative effort between the two. It heralded their shared future. You could say that Marksburg is the beginning of a new era of international relations. What are you talking about? Oh, nothing. Just some recent history. Can I join in? I don't want to mess up the next pop quiz. Of course you can, Elise. You're my star pupil after all. Oh je. Yeah. Seid ihr Lehrer, Rowan? Oder das erinnert mich an meine Schulzeit. Mir eher weniger. Oh, I wouldn't presume to call myself that. I'm simply trying to ensure the young miss doesn't fall behind. Rowan is always giving us pop quizzes. What's our next quiz question, Mr. Ilbert? I bet it's about recent Olympia's history. Fine then. Here's your question. Who uttered the famous quote that begins with, "May joys from afar beget joys close to the hearth"? It's a saying that has made a deep impression on me. Perfekter Zeitpunkt. DODA here. We've detected a new fractured dimension. The rift is in Marksburg. Please check the coordinates. More work, perhaps? Can you handle this yourself? The relationship between the nations would be the least of our concerns if we ignored the fractured dimensions. I couldn't study anymore either. Very well then. Luger, we will be accompanying you. We'll show him what Rizomaxians are made of! Hey! How'd you like it if I tugged your head? It doesn't hurt. You're just her talking dummy. I am not a dummy, dummy! Ja, das sind doch wahre Freunde, nicht wahr? Kann ich in das Team noch wechseln? Nö, die drei sind scheinbar einfach drin. Okay, Freunde, wollen wir sagen, das war's mal für heute hier bei Tales of Xillia 2. Ich bin ein bisschen überrascht, dass hier irgendwie... Ja, aktualisiert, dankeschön. Eine Split-Dimension einer Side-Quest. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Tja, wie es mit Romans Geschichte weitergehen wird, das erfahren wir dann halt morgen wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, tschüss!